Es gibt schwierige Menschen, die kommen in einen Raum und sie denken, nicht der schon wieder. Sie bekommen ein unangenehmes, beklemmendes Gefühl und sie wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Hier in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie solche Menschen um den Finger wickeln können. Jetzt, ein schwieriger Mensch, der Ihnen unangenehme Gefühle macht, sobald er im Raum ist und Sie sind mit dem am Reden. Und jetzt spüren Sie, es ist wieder Gift in der Konversation, im Gespräch. Und jetzt müssen Sie etwas tun oder Sie können etwas tun, dass das Ganze entspannt. Und zwar, Konflikte entstehen dadurch, weil Sie die Anerkennung vermissen. Ihre Sichtweise ist nicht respektiert und noch schlimmer, Sie als Mensch fühlen sich nicht respektiert. Und wenn Sie das wissen, können Sie psychologisch einen Trick anwenden. Geben Sie ihm einfach diese Anerkennung als Mensch. Sagen Sie, Erika, weißt du, als Mensch schätze ich dich. Wir sind inhaltlich vielleicht anderer Ansicht, aber als Mensch bist du absolut integer für mich. Und das schätze ich an dir. Und jetzt, egal über was Sie reden, dadurch, dass Sie ihm die Basis von allem geben, dass diese Anerkennung als Mensch, als Person noch immer da ist. Und dann gehen die Wellen nach unten. Nehmen wir mal an, in Ihrer Firma haben Sie einen Menschen, mit dem es immer wieder Streit gibt. Und jetzt sagen Sie während eines solchen Streitgesprächs plötzlich mittendrin, Herr Hansen, wissen Sie was? Ich schätze Sie als Fachkraft, ich schätze Sie als Mensch und mein Respekt Ihnen gegenüber ist nie in Zweifel. Das sollen Sie wissen. Und jetzt ist es das, was die Basis unserer ganzen Existenz ist. Wir brauchen immer Anerkennung. Und wenn Sie plötzlich diese wirkliche Ursache, die dahinter steht, das ist die Anerkennung. Es ist immer mangelnder Respekt und Anerkennung. Und wenn Sie dem den Menschen geben, dann kommen Sie von diesem Niveau runter auf dieses Niveau. Jetzt kommt ein goldener Trick. Nehmen wir mal an, diese schwierige, unangenehme Person kommt in einen Raum und das sind mehrere Leute. Und Sie sehen, die ersten Menschen drehen sich so ein bisschen weg und denken, oh je, der schon wieder, rollen die Augen, ein paar andere denken auch und jetzt kommt dieser Mensch da rein. Jetzt machen Sie etwas Spezielles und zwar sind Sie einer der Ersten, der auf ihn zugeht und fangen ein Smalltalk an. Herr Hansen, Sie sind jetzt endlich auch da, wir haben schon uns gewundert, wo sind Sie denn? Finden Sie nicht auch, mein Gott, hier haben wir es so schön kühl, draußen bei dieser Hitze ist doch angenehm. Und Sie werden bei ihm Punkte bekommen, weil nicht nur Sie haben ein Problem mit ihm, sondern viele andere und der arme Mann oder die Frau leidet darunter. Machen Sie es ins Gegenteil und fangen an, den einzukaufen durch Nettigkeit und Freundlichkeit. Und Sie glauben nicht, was das für eine Sache plötzlich komplett ändern kann. Und jetzt der wertvollste Tipp. Und zwar geht es darum, was in Ihrem Kopf abgeht. Was Sie denken, dass richtig sein sollte, was Menschen machen sollten, damit die Welt eine bessere ist. Jetzt nehmen wir mal an, dieser schwierige Mensch ist vor Ihnen. So, und jetzt sagen Sie sich mal Folgendes. Der Mann kann nichts dafür. Der hat einfach ein anderes Konzept im Kopf. Das ist wie jemand, der Epilepsie hat. Sie kennen Menschen, die haben epileptische Anfälle, die können nichts dafür. Plötzlich verkrampfen die sich, liegen am Boden, haben Schaum vor dem Mund. Und so ist es bei ihm mit dieser Ansicht, die vielleicht nicht ihre ist, mit dieser Art, wo er Dinge tut, wo sie sagen, das geht aber gar nicht. Aber schauen Sie ihn an mit dem Gedanken, ah, der hat einen epileptischen Anfall. Und dann bleiben Sie ruhig dabei und sagen, okay, ich warte, bis es vorbei ist. Seine Meinung ist im Prinzip genauso gültig wie Ihre Meinung. Wenn Sie denken, man soll in einem Gespräch zum Beispiel zuerst den Namen des anderen sagen, bevor man ich sagt. Also anstatt zu sagen, ich
Und Erika, sagen Sie höflicherweise, Erika und ich. Es gibt Leute, die so verwurzelt sind mit diesem Gedanken, dass die aggressiv werden, wenn das einer nicht einhält. Schauen Sie, und das ist ein typischer epileptischer Anfall. Da können Sie sagen, okay, er hat den Anfall, lass ihn mal, lass ihn, ist okay und es wird vorbeigehen. Und jetzt noch was ganz Wichtiges. Folgender Gedanke, der hilft Ihnen. Wenn Sie sich sagen, das Ziel hinter dem Ziel ist nicht in Gefahr. Nochmal, das Ziel hinter dem Ziel ist nicht in Gefahr, Ihr Ziel. Wenn einer Sie angiftet, weil er denkt, zuerst muss der Name des anderen gesagt werden und dann darf er nur ich sagen, dann ist da nichts in Gefahr für Sie. Lassen Sie ihn reden, weil egal was Sie heute noch vorhaben, egal was Ihre Lebensziele sind, das Gespräch, das Sie hier gerade haben über dieses Thema, da ist Ihr Ziel, Ihr Lebensziel nicht beeinflusst. Schauen Sie, es ist so. Jeder Mensch hat Themen, mit denen er sich voll identifiziert. Und das ist bei jedem anders. Also der eine ist fanatischer Vegetarier, der andere ist absoluter Fußballfan und zwar Schalke 04, aber richtig fanatisch. Der andere glaubt an Verschwörungstheorien. Einer ist voll in der politisch rechten oder linken Richtung unterwegs und so weiter. So, und jetzt der Trick für Sie. Sie haben eine andere Meinung als der andere, aber sagen Sie sie nicht. Vermeiden Sie das Thema. Wenn einer fanatischer Vegetarier ist und er will Sie überzeugen und Sie essen gerne ein Steak, dann fangen Sie einfach nicht an, darüber zu reden. Und sobald er es anschlägt, dieses Thema, gehen Sie elegant auf ein anderes Thema überlenken. Und sagen, du sag mal, du hast doch jetzt bald Urlaub eingegeben. Wer macht denn den Ersatz für dich? Wo muss ich mich dran wenden? Und sie lenken einfach auf ein anderes Thema. Der Trick ist der, durch eine Frage im Anschluss ist sein Hirn sofort auf einen neuen Bereich gelenkt. Also wenn sie am Ende eine Frage stellen, wer soll denn deine Aufgabe während des Urlaubs übernehmen, beschäftigt sich sein Hirn wie ein Magnet mit dem, was Sie als Frage gestellt haben. Und er ist weg von seinem Konfliktthema. Eine weitere Strategie, wie Sie mit schwierigen Menschen umgehen können und die quasi einkaufen können. Und zwar sagen Sie möglichst häufig seinen Namen im Gespräch. Es ist ein Unterschied, ob Sie sagen, wie könnte man es jetzt machen, damit wir im Marketing ein bisschen mehr Aufmerksamkeit im Markt erzeugen. Oder Sie sagen, Herr Hansen, wie könnten wir es jetzt machen, dass wir mehr Aufmerksamkeit im Markt erzeugen? Das ist komplett anders. Also sagen Sie den Namen. Jetzt haben viele Angst. Ah, das kann aber auch übertrieben sein. Ja, das kann. Aber es macht nur 2% aller Menschen und 80% macht es zu wenig. Also ich gebe Ihnen eine grobe Richtlinie und zwar innerhalb von 5 Minuten dreimal den Namen unterbringen. Herr Hansen, Herr Hansen, Herr Hansen. Immer wieder mal fein dosiert, aber sagen Sie es. Und das nimmt die ganze negative Energie raus. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Gruppe und plötzlich haben Sie das Gefühl, ich werde ausgegrenzt, ich bin Außenseiter, die finden mich unsympathisch. Zu 80% liegt das an Ihrer Körpersprache. Ich habe dazu ein extra Video gedreht. Hier oben rechts klicken Sie darauf, auf welche körpersprachlichen Dinge Sie achten müssen, um nicht als Außenseiter wahrgenommen zu werden.